Willkommen zurück hier zum nächsten Part und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd. Wir gehen jetzt die Karte erkunden. Oh, da hinten. Entregen. Ja, kommt her, ihr Mistviecher. Jetzt sind sie wieder verschwunden. Na gut, nutzen wir unsere Gunst der Stunde. Und schauen uns das erstmal auf diesem Bergpfad an. Da mal ein bisschen was. Blütenblätter. So, und da? War da nix? Nee. Da kann man hoch. Hey, wo kommen wir jetzt hier raus? Keine Ahnung, wo wir sind. Etwas oberhalb des Ganzen. Ist das? Nein. Steine, Felsen, Abgründe, hier kann man runter. Kann man da auch runter? Nein. Ah, ich glaube, wir befinden uns jetzt dort, von wo aus die Elfen uns beschossen haben. Yep. Da kann man runterspringen. Das ist ja mal interessant. Noch ein neues Zeichen absorbiert. Wir wollen allerdings in den Wald, um Intrigen zu töten. Das heißt, hier oben ist leider nichts Interessantes oder Wertvolles. So dass wir wieder runterrennen müssen. Oder kann man da noch? Nee, kann man wahrscheinlich auch nicht hoch, oder? Nee. Das finde ich noch so schade am zweiten Teil, dass es noch nicht so ganz Open-World-mäßig ist. Da freue ich mich so richtig auf den dritten Teil. Der wird abgehen wie Schmidts Katz. So. Schwert raus. Geralt. Na. Und vorhin der Fallgrand. Hier in der Ecke gibt es nichts mehr. Doch, noch eine Falle. Die wir natürlich direkt wieder gerannt sind. Schärfen. Aufheben. Wow, und schon wieder in die nächste gerannt. Komm, heb das Mistvieh auf. Und wieder ein Ort der Macht gefunden. So, dann geben wir uns hier in die Nähe der Entregen. Wo seid ihr denn? Mistbiester, ich sehe euch nicht. Oh, da ist ein Necker. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ja, gehen wir erstmal hier runter. Oh, was war das? Immer mal wieder ein bisschen scannen. Das gute Gebiet hier. Oh, da haben wir eine Höhle gefunden. Oder sowas in der Art. Spitzhacke, Tücher, Leder, Orenz. Ich glaube, wir sollten bei Gelegenheit mal nochmal mit Riss reden. So, hier geht es auch noch nach oben. Wo kommen wir denn da hin? Ah, nirgends. Da kämen die rüber, wenn die Brücke da hinten heruntergelassen worden wäre. Das ist auch wieder so ein Skoyatel-Pfad, den wir nicht folgen können. Da haben wir eine Falle. Endlich mal ein Schärft. Guter Junge.
Mal wieder eine. Aber irgendwie nirgends Intrigen. Das wundert mich jetzt ein wenig. Oh, da haben wir einen Wächter. Der ist definitiv tot. Squire Tell. Da haben wir nochmal eine Falle. Und da sind wir voll drüber, aber auch voll in die Intrigenlage rein. Da sind einige. Sag mal, da schießt doch das Teil. Alter, die rennen mich einfach um. Geralt benutzt mal irgendwie gar keine Bomben, so wie ich es ihm gerade aufgetragen habe. Oh, ich mache lieber ein paar mit den Bomben kaputt. Ha, Levelaufstieg, jetzt können wir wieder kämpfen. Sehr schön. Und ich glaube, ich wechsle mal zum Auftrag der Intrigen. Intrigen sind wie Schmetterlinge. Gut, sie sind hässlicher. Fliegen können sie auch nicht. Kohl fressen sie schon gar nicht. Vielleicht sind sie doch nicht wie Schmetterlinge. Aber Kors spinnen sie immerhin. Dem Hexer kam die Idee, die Kors zu zerstören, damit die Königin anzulocken. Wenn er die tötet, war der ganze Schwarm besiegt. Ja gut, dann haben wir aber auch unsere... Ja, dann können wir auch nicht mehr damit farmen. Die Dinger platt zu kriegen. Das waren einige, die unsere Bombe da platt gemacht hat. Gut so. Ist da noch irgendwas? Ja. Ein Ort der Macht. Energiekreis. Ich glaube, da kommt noch mal eine. Einzeln sind die Dinger ja kein Problem, aber im Rude sind die auch verdammt stark. So, schön die Sachen mitnehmen. Falle aufheben. Müssten wir auch mal eine Runde noch meditieren. Okay, wir haben irgendeinen Schutzpunkt gefunden. So. Unser erster Punkt auf eine andere Spezialisierung, die wir wählen dürfen. Schwertkampf, Alchemie oder Magie. Was gibt es denn der Alchemie als erstes? Können wir auch einfach so einen Punkt geben? Nein. Wir müssen immer anfangen. Also das hier wäre Bombenschaden oder Feinschaden plus 30. Das ist eigentlich für mich gar nicht so verkehrt. Oder Synthese, meine gesamte Gesundheit erhöhen. Das ist natürlich eigentlich auch optimal. Wirkungsgrad, Tränke, Ölen, Mutagene, einer zusätzlicher Tränke, sofortige Tötung, Vergiftung, Energie, Berserkermodus und irgendwas anderes. Ich würde gerne anderen Skill mal gucken. Bei der Magie haben wir schaltet Stufe 2 des A-Zeichen frei, Zeichenreichweite plus 2. Verstärktes Axi-Zeichen, wächst der Gegner, aha. Zeichen Intensität, schaltet andere Stufen frei. Axi-Zeichen mehrere Gegner, Igni-Zeichen, Quent-Zeichen, jeden Fallen, Vitalitäterhöhung plus 50, Machtkontrolle. Also das Schwert vielleicht besser, schaltet die Fähigkeit frei, Schläge des Gegners zu kontern. Geralt erleidet bei Angriffen von hinten nicht länger 200% Schaden. Schaden bei Angriffen von hinten 150. Okay. Und Distanz beim Ausweichen im Kampf plus 100%. Oh, das ist doch mal gut. Ja, das nehmen wir auch. Das ist doch mal eine optimale Sache. Jetzt weichen wir beim Ausweichen mal ordentlich weiter aus. So, wie es auch gesagt hat. Wir haben noch einen Schwalbentrank. Können wir einen bauen? Das wäre ganz gut. Können wir sogar zwei Stück. Freut mich. Und dann nehmen wir auch einen, wenn wir jetzt hier Intrigenschnetzeln gehen. Und einen Virgo-Trank. Hauen wir unseren Kollegen mal ein bisschen hoch.
Und los geht's, Geralt. Keine Zeit für Pausen. Bomben müssen wir auch gucken, dass wir da wieder welche bauen können. Dafür brauche ich aber wieder extrem viele Pflanzen. Na komm her, du Intriger. Hat eure Mutter nicht geboren? Und er, Krieger, Krieger. Mistviecher. Die Garde, Krieger. Auch tot. Und ein Neckar. Und noch ein Neckar-Kämpfer. Holla die Waldfee. Habt das jetzt? Da kommt noch was. Ach, Regenerationsstrein gefunden. Der ist natürlich perfekt. Scheint es jetzt aber erstmal gewesen zu sein. Haben wir jetzt alles? Jo, bis auf die Falle. Ach nee. Die Falle ist hier. So, in diesem Gebiet gibt es noch eine Falle und noch eine. Gott, gibt es da viele von. Ich habe aber auch noch keine Neckartunnel bis jetzt gefunden oder gesehen. Ja, schon wieder was zum Entschärfen. Eher viel komplexer für mich, sich zu bewegen, als für alle anderen. Aber da hinten sehe ich auch noch ein paar Tote. Ne, jetzt bin ich überlastet wegen den scheiß Fallen. Oh, ich schleppe auch 12 mit mir rum. Kann ich verstehen. Dann legen wir mal welche dahin. Dann können wir uns nämlich wieder bewegen. Hier sind einige tot. Warum ausgerechnet hier? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es herausfinden vielleicht. Was war das da? Nix, okay. Ah, guck mal, da haben wir ein Nest. Guck an. Da haben wir einen Neckar gefunden. Scheiß Mistviecher. Oh, sind die nervig. Vor allen Dingen, weil sie laufend wieder verschwinden. Nest zerstören. Ich muss dieses Nest hochjagen. Muss ich hochjagen, ja. Du sagst es, Geralt. Und wie? Komm schon. Und weg mit euch. Ha. Geschafft. So, und wie jage ich dieses Neckerding hoch? Ich muss dieses Nest hochjagen. Anscheinend habe ich... Ich muss dieses Nest hochjagen. Nicht das richtige Equipment dafür. Ich muss dieses Nest hochjagen. Und schon bin ich wieder überlastet. Ich schmeiß jetzt diese Scheißfallen einfach raus. Die sind einfach zu nervig. Und blockieren mein ganzes Inventar. Also, schon mal ein Nest gefunden. Das wir aber nicht ausräuchern können. Thank you.
So. Die nächsten. Down. Entregenköniginnen. Es gibt sogar mehrere. Ach du Scheiße. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Da sind noch ein paar Pilze. Da haben wir wieder ein Neckernest. Ihr lernt es wohl nie. Ja, kommt doch raus, ihr blöden Viecher. Jetzt haben sie anscheinend Schiss. Steht das mal einer. Auf jeden Fall haben wir gleich mehr als genug Sachen zusammengesammelt. Och, jetzt haut der ab. Ist ja doch bescheuert. Scheiße! Nein! Da geht der ja down. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann.